Ja, Düsseldorf, ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt hier bei euch spielen muss. Also das ist so, das ist es wirklich das erste Mal, dass ich im Fernsehen im Karneval bin, dann hier in Düsseldorf. Ich sehe, wie mich alle angucken. Ich muss wirklich sagen, Düsseldorf, ihr liegt mir so am Herzen. Seit ich im Rheinland lebe, kenne ich Leute aus Düsseldorf. Vor vielen Jahren, mir hat mal einer aus Düsseldorf, ja, vor vielen Jahren einen Abschleppwagen damals angedreht für 1500 D-Mark. Da habe ich gedacht, da ist doch ein Haken dran. Da meinte er eben nicht. Und da wusste ich. Da wusste ich, wie das ist. Das ist einfach so. Du musst in Düsseldorf nicht nur lustig sein, du musst in Düsseldorf auch gut aussehen. Das ist ganz wichtig. Das ist, habe ich auch gemacht. Aber das sagt man ja, die Côte d'Azur des Rheinlandes, oder? Und ich möchte das nochmal sagen. Ich werde hier angekündigt. Das war wirklich prima. Komme raus und hier wird geklatscht. Düsseldorf, das ist höflich. Das ist, und einige haben gelächelt. Nicht alle. Das ist aber nicht schlimm, Düsseldorf. Wir sind immer noch in Deutschland, oder? Und in Deutschland muss man nicht sofort Spaß haben. Das ist keine deutsche Kernkompetenz. Da muss man erst mal klären, ist das, was der macht, strukturiert? Sind da auch Gags dabei? Ja. Was macht man mit dem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. So, das ist ja, ja, das habe ich jetzt nur mal so erzählt. Wir dürfen auch Spaß haben. Das ist so wichtig. Ich meine, wenn du heute in Deutschland sagst, wir haben Spaß, dann werden die Leute schon nervös. Ja, aber das können wir doch nicht die ganze Zeit haben. Nein, man kann auch nicht jedes Problem der Welt mit einem Witz lösen. Aber mal eine Stunde, mal einen Tag Spaß haben? Wir stehen doch alle kollektiv. Es ist doch so. Spielt mal was. Ganz ehrlich, wir sitzen und stehen alle momentan in Deutschland rum und denken, wann kommt sie wieder? Die Krise. Tief in unserem Herzen suchen wir sie. Es ging uns anderthalb Jahre gut, das kann doch so nicht weitergehen. Wir haben die Krise verdient. Jedes kleine Land in Europa kriegt eine Krise hin. Das wollen wir auch haben. Verstehst du? Das kann doch nicht sein. Überall gibt es Katastrophen. Wir hatten im September ein Erdbeben und es hat keiner gemerkt. Das ist doch nicht richtig. Und dann findet Schäuble noch 55 Milliarden Euro. So geht das nicht. Ich meine jetzt mal ganz, ich muss das jetzt mal erzählen. Die Griechen, die sind arm. Die haben ein neues Wappentier, der Kuckuck. Das ist ein Problem. Hör mal, die Griechen, das sind die Einzigen, die auf der Kö die Panflötenspieler anschnorren. Das. Immer ganz ehrlich. Wir haben eine Steuersünden-CD. Ja, wir haben wieder eine gefunden. Eine Steuersünden-CD mit 15.000 Namen, die keine Steuern bezahlt haben. Haben die Griechen auch gefunden. Mit 5.000 Namen, die Steuern bezahlt haben. Ja, wie blöd kannst du denn sein? 110 Milliarden Euro haben wir da reingesteckt. Das sind 220 Milliarden D-Mark für die Älteren. 1,6 Billionen Reichsmark. Ich meine, das ist doch viel Geld. Und da ist immer noch alles kaputt. Und ich meine, jetzt kommt ja die größte Angst. Wir alle wissen ja ganz genau, jetzt ist er weg. Bald ist er weg. Der Euro. Puff. Und dann haben wir nichts mehr. Da haben wir wieder Alufolie und Murmeln. Oh. Was für ein Quatsch. Natürlich werden wir den Euro noch haben. Und wenn nicht, da kommt eine neue Währung. Da müssen wir uns vielleicht jetzt schon mal überlegen, wie könnte denn die nächste Währung heißen? Vielleicht ist Euro zu rational. Vielleicht sowas wie Kurani. Ja, der Typ ist nicht so cool, aber der Name ist doch gut. Oder Hoppetitz. Oder Poldi. Und 100 Poldi sind ein Panini. Verstehst du? Ja, es geht um Lösungen. Die Lösungen sind da. Und dann kann man auch verstehen. Weißt du, jetzt dann heißt plötzlich, der Eurobond soll kommen und uns retten. Wer ist das denn, der Eurobond? Der kleine Bruder von 007? Und Angie wird Bond-Girl? Nee, das will ich nicht. Immer ganz, das will ich nicht. Es ist, ich meine, die arme Frau Merkel, man muss auch mal eine Lanze für die brechen. Die weiß doch gar nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Soll sie Europa retten, soll sie es nicht überretten, weißt du? Rechts hängt der Sarkozy dran rum, weißt du? Links bis vor kurzem der Berlusconi. Was ist das denn für eine Pfeife gewesen? Ich meine, der ist weg, aber der sagt ja, ich werde bald wieder da sein. Der will sich ja wieder zur Wahl stellen.
Berlusconi müsste mal einfach jedes Wochenende ein paar Dynamos um die Hüfte binden und ihn dann auf die Party schicken. Das wären erneuerbare Energien, verstehst du? Du musst was machen. Und dann dieser Sarkozy. Ich meine, ich bin auch noch da. Ja, wir sehen Sie. Aber das ist doch... Na, ganz ehrlich, der Sarkozy, der hat doch echt eine hübsche Frau. Und da kriegt die Frau ein Kind und der ist bei der Merkel. Sieht der was, was wir nicht sehen? Oder ist das so ein Franzose, der sagt, ach, die hat schon ein Kind, die noch nicht. Mal ganz ehrlich, ich meine, und dann hat sie noch die Engländer. Guck mal, die ach so fairen Engländer. Jetzt motzen die und motzen und motzen. Ich meine, was sollst du vom Land halten, dessen einziger Exportartikel Hochzeiten sind? Ich denke mal, wann zieht sie denn die Kutsche, die Camilla? Verstehst du? Das sind die... Ja, das ist doch wahr! Und kaum ist sie in Berlin, geht's doch weiter. Jetzt hat sie diesen Bundespräsidenten. Ich meine, ganz ehrlich, Wulff, der gehört auf die stille Treppe. Wir bringen unseren Kindern bei, stellt keine verfänglichen Fotos bei Facebook rein. Und unser Bundespräsident spricht auf die Mailbox des Chefredakteurs der Bild-Zeitung. Sag mal, brauchen wir jetzt einen PISA-Test für Bundespräsidenten oder was? Ja, mal ganz ehrlich. Irgendwann meldet sich dann immer noch so ein Bayer, weißt du so, der Bigamist unter den Moralisten, Horst Seehofer. Der hat ja dann auch irgendwann mal gesagt, keine Einwanderer aus fremden Kulturkreisen. Also wenn ein Bayer von fremden Kulturkreisen spricht, werde ich im Rheinland nervös. Und das Sauerland ist Norwegen, also verstehst du? Aber jetzt mal ganz ehrlich, Angela Merkel gewinnt international an Reputation und die SPD ist im Aufwind. Das habe ich nicht ganz verstanden, die Logik. Wobei das mit der SPD, das liegt an Helmut Schmidt. Seit der wieder im Lande ist, geht wieder was. Wenn in Deutschland weißer Rauch aufsteigt. Glaub mir, da wird kein Papst gewählt. Dann ist Helmut Schmidt im Lande. Der hätte Wetten, das übernehmen sollen. Der hätte die im Griff gehabt. Das wäre mal, weißt du, betreutes Wohnen auf der Wettcouch. Das wäre mal ein Konzept. Das ist doch wirklich wahr. Aber Düsseldorf, wirklich, ich mag euch. Hier ist eine Bombenstimmung. Zwei sind wieder eingeschlafen, es ist spitze. Ist jemand mit seiner Clique da? Oh, guck mal, hinten meldet sich einer. Ja, das ist ja eine große Clique. Wahnsinn. Menschen fragen mich immer, sind die Menschen denn anders? Woanders wo? Ja. Nein, was? Menschen sind doch nicht anders, genetisch. Wir verhalten uns nur anders. Das nennt man Sozialisierung. Du ziehst in eine Gegend oder wächst woanders auf und passt dich an. Du ziehst nach Berlin und wirst unfreundlich. Das ist in uns drin. Du ziehst nach Bayern und trinkst nur noch Bier aus Ölfässern. Das ist einfach so. Ich frage mich immer, wie ist das, wenn ich nach Hannover ziehe, schaue ich mich dann um und sage, ach, grau ist auch eine schöne Farbe. Das ist... Ganz ehrlich. Mein Albtraum ist manchmal, dass ich in Aachen aufwache, Printen in der Hand habe und Maschinenbau studiere. Das sind so Sachen. Ich habe vor kurzem auch in Aachen gespielt, an der Uni. Kennt man sowas hier? Kennt man Studenten? Zwei nicken, gell? Kennt man. Hier so zwei Studenten in der WG, wo der eine aufwacht und sagt, was haben wir heute? Dienstag? Keine Details, Winter- oder Sommersemester. Also diese Grundfragen. Ihr habt da gespielt, wir hatten Physiker im Publikum. Also so richtige, echte Physiker. Man kennt doch so Leute, die in der Schule in Physik gut waren. Das waren auf den Partys die autistischen Fummler. So, aber das waren richtige Menschen, wie wir, die haben geatmet. Das war Wahnsinn. Und wir haben hinterher eine Feier gehabt, wir haben getanzt. Und ein paar von den Physikern haben auch getanzt. Die hatten solche Polyesterpolunder angehabt. Dann haben die immer ganz feste dran gerieben und wupp, klebten die wieder an der Wand. Das war unglaublich. Und zwei von denen, ja, die standen an unserem Buffet, an dem Buffet von den Künstlern und haben sich gegenseitig mit diesen Rosinenschnecken beworfen. Und der eine brüllte immer, wir sind Teilchenbeschleuniger. Und das ist Kreativität.
Und deswegen lebe ich so gern im Rheinland. Weißt du, ich lebe jetzt seit 30 Jahren. Ich komme eigentlich aus Koblenz, bin dann nach Köln gezogen, bin ganz oft in Düsseldorf. Aber hier wird gesungen. Ich meine, die Kölner sind noch bekloppter. Die singen immer, auch bei falschen Gelegenheiten. Beerdigung, jetzt ist er drin, das ist prima. Entschuldigung. Und so ein richtiger Kölner liegt da unten und macht noch einmal mit die Hände zum Himmel. Da kannst du machen, was du willst. Ich hatte mal Urkölner Nachbarn gehabt. Als sie umgezogen sind, haben die vom Umzugswagen Kamelle geschmissen. Und als sie alle waren, Nachttischlämmchen. Also das ist... Ich meine, guck mal, Düsseldorf ist doch eine Sportstadt. Ihr habt doch vom Langlauf über Fußball, ihr habt doch alles. Köln hat so einen Stadtmarathon, ganz toll. Das Faszinierendste an dem Köln-Stadtmarathon ist, dass da immer weniger Leute mitlaufen und immer mehr an der Straße stehen. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, aber wir schunkeln, oder mal Schmidt? Da kommt die Spitzengruppe angelaufen. Top Leute aus Kenia und Köln singt, die Karawane zieht weiter. Da mache ich mir Sorgen. Und das mag ich am Rheinland, das mag ich an uns. Auch ein Düsseldorfer Fußballarzt hat doch mal irgendwann gesagt, Doping im Fußball, das hat da nichts zu suchen. Das gehört in die Spieler. Und das ist es. Versteht ihr? So müssen wir durchs Leben gehen. Guck mal, wir schimpfen über die Krise und es geht uns nicht so schlecht. Versteht ihr? Jetzt haben wir noch eine Fußballnationalmannschaft, die auch noch gut spielt. Es ist doch manchmal unfair. Und das inspiriert die Menschen. Ich habe es beim letzten Spiel der Nationalmannschaft gesehen. Die haben so gut gespielt. Am nächsten Tag, ich habe einen Mann beobachtet und ich wusste, der hat das Spiel gesehen. Weißt du, es war wieder so ein Mann, der dann plötzlich so stand und plötzlich fing er an so. Denn keiner guckte. Der ging aus dem Geschäft raus, aus seinem Auto zu. Von der anderen Seite kam eine Politesse und ich wusste, jetzt geht es wieder los. Eine deutsche Konfliktsituation. Es wird gejammert. Das können Sie doch nicht machen. Ich stehe hier erst seit 4 Stunden. Die Einfahrt gab es vorhin noch nicht. Aber der Mann war anders. Der lief einfach los. Der wollte einfach vorher an seinem Auto sein. Da dachte ich, so kann man Probleme lösen. Gut, er hätte am Ende nicht reinkrätschen sollen, aber... Es ist immer ein bisschen zu viel, aber ihr müsst mal was machen. Wenn ihr das Gefühl habt, in der Beziehung, es prickelt nicht mehr, einfach mal nebenher die Frau mit dem falschen Vornamen ansprechen, dann geht wieder was. Das müsst ihr machen. Glaubt mir wirklich. Ich möchte das klar. Und ich zum Abschluss möchte ich darauf hinweisen, dass nicht alles schlecht ist in Deutschland. Auch die Bildung, die Jugend, es ist nicht so schlecht. Wirklich, es ist nicht so. Immer weniger Jugendliche schreiben PISA mit 2Z. Das sind die Kleinigkeiten. Da müssen wir hinschauen. Macht's gut. Hello. Ja, liebe Gäste. Sein aktuelles Soloprogramm heißt Mist, mir geht's gut. Und uns geht's hier heute richtig gut hier in Düsseldorf. Und das ist sein Verdienst. Knacki Deuser, wir bedanken uns bei Knacki Deuser mit dreimal Düsseldorf. Knacki Deuser, Düsseldorf. Dankeschön, vielen Dank und Abmarsch bitte.